Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Coaster hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind hier am Eingang bei unserem Park. Ja, jetzt gehen wir mal durch. Ist nachts und mal gucken. Wir haben einiges zu tun. Ja, immer mitten durch die Bäume durch. Aber man sieht schon, ja, wir haben Leute. Wir müssen dann wahrscheinlich mal die Wege noch verbreitern. Irgendwie, das führt hier zu Stau und zu viel Müll. Ja, Mülltonnen haben wir. Wisst ihr was? Wir werden jetzt hier mal bei der Parkverwaltung noch mal ein paar Hausmeister engagieren. Das war bei Personal. Der Kollege hier. Einmal hier. Kann man die auch kopieren? Nö. Die muss man wahrscheinlich jedes Mal von neuem nehmen. Wir machen mal 3 Stück. Und verteilen die mal. Wenn es geht, irgendwie möglichst strategisch. Zum Beispiel hier hinten noch einen. So. Und jetzt ist halt, wir haben natürlich bei den neuen Bereichen des Parks irgendwie keine Mülleimer. Das ist natürlich doof. Ja, aber jetzt Mülleimer setzen bis zum St. Nimmerleinstag, das kann es irgendwie auch nicht sein. Vielleicht, wenn ich gerade einen erwische. Hier unten steht einer. Wenn wir den jetzt kopieren und dann verteilen wir den. Diesen einen. Zum Beispiel mal hier hin. Jetzt muss ich ihn wieder kopieren. Das ginge auch einfacher. Strück und D. Okay, das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gelesen. So, 5 Dollar für so ein Dingens? Okay, das ist dann doch irgendwie auch nicht schlecht. Hier noch ein und das muss jetzt mal reichen. Wir haben 3 neue Hausmeister. Das muss reichen. Es muss einfach. Jetzt haben wir noch ganz ein anderes Problem. Unsere neue Achterbahn, die Cobra. Die ist zwar schön und cool, aber guck mal, wo der Eingang hingeht. Danke für den Kommentar oder die Kommentare. Ja. Einmal mitten durch die Wand durch. Auch nicht schlecht. Funktioniert zwar. Es hat Leute drin. Das werden wir sehen, wenn ich hier irgendwie reinkomme. Also funktionieren tut's. Aber ja, kann natürlich dann schon nicht die wirkliche Lösung sein. Ich habe jetzt mal geguckt, wie das bei der Vorlage aussieht. Das ist tatsächlich so. Hier hinten geht der Ausgang raus. Und der Eingang geht hier unten rein. Nur wie man das jetzt hier... Wie kann ich das denn zeigen? Wenn man das jetzt hier hochkriegt, das werden wir jetzt gucken. Oh, viele Gäste haben Durst. Ja, dann müssen wir irgendwas machen. Bevor wir da den Eingang ändern, werden wir... Irgendwo stand doch noch in den Kommentaren, wir hätten eine große freie Fläche. Und da würden Getränkestände und Co. hinpassen. Ich weiß jetzt nicht genau wo, aber zum Beispiel hier. Hier hinten. Wir machen hier mal welche hin. Was mache ich denn mit der Parkverwaltung? Ja, viel Müll, ich weiß. Haben wir eigentlich gerade was dagegen gemacht. Laden- und Servicegebäude haben wir hier. Was haben wir denn an Getränkeläden? Irgendwie solche Teile. Okay, nehmen wir mal. Mal drehen. Jetzt sind wir wieder bei einem anderen Spiel. Jetzt muss ich wieder gucken, wie geht das genau mit drehen. Ist aber hier ja relativ einfach. Genau, so nämlich. Mit Y und dann die Maus drehen. So, einmal gekauft. Irgendwie kommt man hier nicht hin. Nein! Moment, müssen wir nochmal verschieben. Das war hier. So, das müssen wir schon irgendwo hinstellen, wo man vielleicht auch rankommt. Und nicht genau in die Piratenszenerie rein und eben nicht in einen, so einen Weg. So ein Dingens da. So ein, Gott, wie heißt es denn? So, machen wir hier hin. Oder was haben wir hier? Was ist das denn? Weil Getränkestand an Getränkestand. Ne, das ist ein Klo. Gut, okay. Ja, das passt ja perfekt. Getränkestand neben dem Klo. Da haben wir eh auch noch ein paar so Gebäude. Jetzt habe ich zugemacht. Ich hoffe, ich finde das schöne Stück gleich wieder. Ich finde. Wir drehen es nochmal. Einmal hier hin. Vielleicht ein bisschen mit Weg. Okay, und schon machen sie auf. Und dann bauen wir gleich nochmal was. Planet Coaster Getränkestand. Getränke. Wir nehmen mal das noch. Wo machen wir das hin? Man müsste so eine Einfärbung haben. Das wäre hilfreich, wo man sieht, wo fehlt was. Also zum Beispiel Getränke, dann ist hier dunkelrot. Das heißt, da haben sie nichts zu trinken. Haben wir aber nicht. Deswegen müssen wir hier irgendwie das anders lösen. Und sonst ist ja auch egal, wenn die ein bisschen beieinander stehen. Wichtig ist ja, dass sie an die Getränke rankommen. So, wie oft drehe ich es noch? Moment, einmal noch. Viper hat ein technisches Problem. Ja, Viper wird hoffentlich repariert. Dafür haben wir ja die Techniker. So. Cool. Ja, das, was gibt's hier? Milchdingens wahrscheinlich. Milchshakes, genau. Okay. Da sieht man schon, die Leute kommen.
Das passt. Wo war jetzt das mit den vielen, vielen Leuten? Das war irgendwo... das war nicht hier. Das war... auch nicht hier. Oh, doch, hier haben wir auch Leute. Heiliges bisschen. Oh, da fällt mir ein, noch, gab noch einen guten Tipp. Besten Dank dafür. Nämlich, dass man bei den Geschäften die Wartezeit wegnimmt. Das heißt, dass die jedes Mal warten, auch wenn die Fahrzeuge voll sind, nochmal 60 Sekunden bis sie fahren. Das muss ja nicht sein. Die sollen gleich mal losfahren. Was steht denn da? Mindestzeit zwischen Einstieg des ersten Passagiers und Fahrtbeginn. Aha, verkürzt Wartezeiten. Ja, das wollen wir genau. Deswegen haben wir das deaktiviert. Das werden wir jetzt nach und nach machen bei sämtlichen Geschäften. Wenn wir irgendwo sehen, Riesenschlange, dann wird das deaktiviert. Gut, jetzt aber zu unserem Problem. Oh, hier ist noch was. Moment, hier hängen Büsche. Das stand auch noch in den Kommentaren. Die kommen weg. Das, ja, wie bin ich denn dazu gekommen? Gute Frage. So, dann sieht man nämlich auch das Schild. Gut, weiter geht's. Hier hinten. Jetzt wird's lustig. Oh je, das hier abreißen und neu bauen. Ja, Achtung, das kann wehtun. Na, wir schauen mal. Da kann noch was erforscht werden. Gut, das machen wir natürlich auch gleich. Forschung starten. Wir machen mal Achterbahn. Okay, hier ist was abgeschlossen. Das schauen wir uns natürlich an. Neue Entdeckung. Testpilot Achterbahn. Okay, kriegen wir jetzt nicht noch Kohle? Irgendwo kriegt man doch Kohle. Nee, hier war es nicht. Viele Gäste haben Durst. Wir haben gerade was gemacht. Ich muss mal hier öfters gucken. Viel Müll. Ja, gut. Das ist jetzt alles, wie es ist. Wir machen jetzt hier einen Eingang. Denn das bringt so ja dann doch eher herzlich wenig. Also, abreißen. Wie gesagt, das kann wehtun. Ich weiß nicht, wie wir das jetzt hinkriegen, aber ich reiße jetzt mal ab. So, in der Zwischenzeit verdienen wir noch ein bisschen Geld da unten. Das ist natürlich auch relativ angenehm. So, hier einfach mal den Weg unter den Füßen wegziehen, wie sich das gehört. Die Armen. Naja, so ist das Leben. So, wenn ich es noch zu fassen kriege. Halt, ich klicke aber auch wie ein Irrer irgendwo rum. So, jetzt das Ganze koordinierter. Oh Gott. Ja, wie machen wir das am besten? Am besten richtig drehen. Wir nehmen mal die Warteschlange. Oder beziehungsweise, nein, wir machen es anders. Wir versetzen den Eingang. Das müsste ja irgendwie machbar sein, wenn wir hier klicken. Genau, Eingang platzieren. Die kommen nicht raus. Guckt euch die mal an. Oh Gott, ja. Moment, ist in der Arbeit. Bitte halten Sie aus. Ausgang platzieren, das wäre dann hier hinten. Da macht es schon Weg. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte hier wieder rein. Hallo, Spiel, lass mich rein. So, den Dingens hier, aber den wollen wir anders haben. Naja, das machen wir nachher. Jetzt sind sie weg. Wie von Geisterhand verschwunden. Auch nicht übel. Ein Weg. Das hätten wir hier. Wenn man den mal so, dann so. Das finde ich gar nicht schlecht. Und jetzt müssen wir irgendwie runter. Möglichst so. Okay. Ah, das ist eine Treppe. Ich wollte gerade sagen, warum hat es jetzt die Farbe gewechselt. Und jetzt wieder so. Und das, ja, das geht eigentlich erstaunlich einfach. Das müsste so ja eigentlich schon stimmen. Ja, tut es auch. Wenn wir jetzt hier um die Kurve gehen. Nochmal um die Kurve. Nochmal. Und jetzt hier raus. Ja, ist ja. Na, also. Ich würde mal meinen, wow. Ich dachte, jetzt hätten wir hier ein Gebastel bis zum, eben, bis zum geht nicht mehr. Gut, jetzt müssen wir da runterkommen. Dafür müssten wir hier eigentlich wieder abwärts, genau. Und dann müssen wir hier den Weg noch ein bisschen verschönern. Die ganze Achterbahn eigentlich noch ein bisschen polieren. Auch den Eingangsbereich primär. Na, dafür geht das jetzt hier nicht mehr schön. Können wir hier eine Kurve haben? Geht nicht. Ist ja interessant, aber so müsste es gehen. Ja, ist jetzt irgendwie okay. Aber dafür ist der Weg schön. Denn das funktioniert tatsächlich. So wie es aussieht, dass man da hochkommt. Hier können wir nochmal gucken. Ja, ja, da kommt man hoch und da kommt man rein. Ich bin begeistert. Gut, jetzt hoffe ich, dass das mit dem Ausgang vielleicht auch noch halbwegs funktioniert. Dafür brauchen wir aber die normalen Wege. Dass wir den mal wegnehmen, denn wir müssen in die Richtung. Können wir das irgendwie... Ja, schon geht's los mit dem Problem. Wie kriege ich das jetzt nach da hinten? Mal drehen. Ist halt auch die Steuerung hier im Gebäude drin. Ist nicht ganz ohne. So, nach hier. Wäre das machbar? Kann man da mal
wegmachen. Dankeschön, dann sehe ich nämlich auch was. Gefällt mir nicht. Was machen wir denn für einen Weg? Das ist eigentlich relativ egal. Was macht das Spiel denn? Das ist nicht der Weg, den ich da angegeben habe. Und ich möchte nicht nach da hinten. Oder ist hier noch ein... Ja, hier war noch ein Rest. Okay, kann ich jetzt? Jetzt kann ich. Gut. Dann nehmen wir... Ja, jetzt passt es auch wieder. Was nehmen wir denn? Ist eigentlich egal. Irgendwas, was gut aussieht. Das zum Beispiel. Nein, wir wollen noch nicht runter. Wir wollen eigentlich nach hier. Geht das nicht? Jetzt geht's. Wie sieht das aus? Oh, dann haben wir hier sogar noch einen Balkon. Wollen wir das? Irgendwie nicht. Na, nochmal runter. Ah, also der Eingang ging einfacher. Ich habe es fast vermutet. So, hier hin. Ach, ich muss, wisst ihr was? Ich muss den Weg eigentlich kürzen. Wo war das denn? Irgendwo konnte man doch die Länge... Sind wir bei der Warteschlange? Nein, wir sind doch eigentlich beim Weg. Weg mit Bordstein. Gebogen, bla bla bla. Wo hatten wir denn hier? Hier war's. Die Länge. Okay, die Länge passt eigentlich. Die Breite auch. Winkelausrichtung. 45. Dann sollte das eigentlich gehen. Geht immer nach da vorne. Das kann man natürlich schon machen. Aber ich möchte, dass er hier im Prinzip direkt so ansetzen. Und jetzt die Kurve. Das ist doch nicht 45 Grad, liebes Spiel. Beim besten Willen nicht. Was passiert, wenn wir auf 90 gehen? Dann macht er gar nichts mehr. Okay, ich muss sagen, so ganz durchschaut habe ich das noch nicht. Also, nochmal 45. Geht er dahin? Wir wollen ja hier durch dieses Dingens durch. Können wir hier schon ein bisschen runter? Das Problem ist halt einfach auch, dass man... abwärts kann man keine Kurven mehr machen, wenn man eine Treppe hat. Und ich möchte hier noch nicht abwärts. Beim besten Willen nicht. Wir gehen nochmal hoch. So, das würde eben stimmen. Da unten ist, das ist der Eingang, das passt so. Jetzt muss es doch eigentlich möglich sein, dass ich hier direkt eine Kurve mache. Ich mache mal ganz schnell Pause, sorry. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Wie kriege ich denn jetzt hier die Kurve hin? Nein, nicht abwärts, auch nicht aufwärts. Einfach eine Kurve und zwar nicht so eine, sondern eine rechtwinklige. Breite, Kamera... Wir machen mal den Raster. Das ist natürlich auch eine Idee. Nicht hier unten. Nein, Spiel. Nein, nein. Nochmal Delayed. Oh, nicht, dass ich jetzt die Achterbahn... Oh, nein. Wie geht das mit dem Ding? Mit rückgängig machen? Ich habe die Achterbahn vernichtet. Nein. Irgendwie kann man das rückgängig machen. Wir gehen hier mal raus. Ja, fortfahren. Warum habe ich jetzt hier keine Dinger mehr? Irgendwo kann ich doch rückgängig machen. Mehrfachauswahl. Auswählen, aber... Boah, was war denn das? Steuerung J? Irgendwie sowas? Okay, haben wir das ganze Dingens wieder? Das müsste alles sein. Oder sah das anders aus? Jetzt bin ich natürlich unsicher. Oh nein! Doch, doch, das passt schon. Und den Weg haben wir auch noch, also die Warteschlange. Jetzt sind wir aber hier oben. Jetzt stehen hier wieder Leute. Nochmal Wege. Aber da muss man schon aufpassen, was man macht. Heiliges bisschen. Also das weg. Jetzt hier diesen. Und jetzt nochmal Raster. Der macht den Raster halt da unten. Warum macht er den Raster nicht hier oben? Und dieses Dach. Ich möchte das Dach ausblenden. Naja, mit Raster geht's nicht. Er macht den Raster. Oder das Raster. Im falschen Stockwerk. Oh, Steuerung. Heieiei. Moment. Jetzt hier irgendwie die Kurve. Das muss doch zu machen sein, dass wir hier die Kurve hinkriegen. Mach mal Winkelausrichtung weg. Ja, jetzt hat er aber irgendwie sowas ähnliches hat er jetzt gemacht. Machen wir mal. Okay. Ja, ja, jetzt. Ja, meine Herren. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht habe, aber genau so eigentlich. Nein. Nein. Das dann doch nicht. Nein, jetzt habe ich es wieder weg. Es war so schön mit dem Eingang, mit der Warteschlaufe. Und das macht jetzt hier tatsächlich so ein Gewuppe. Ja, sonst machen wir es halt doch hier lang. Wenn wir hier noch rauskommen. Nee, geht nicht. Da kommen wir nicht raus. Vielleicht kommen wir rein. Sprich, dass wir es aus der anderen Richtung bauen. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Kann ich die Wege nochmal haben? Dankeschön.
Wie die schon da stehen, die Leute. Auf was wartet ihr denn? Wir haben noch nicht mal auf, also geöffnet. Husch, husch, wech, wech. Nochmal. Zack. Ja, jetzt macht das. Jawohl. Oh. Heieiei. Okay, war ein bisschen Manöver, aber jetzt. Oh, jetzt haben wir es doch genauso, wie wir wollten. Kommt man hier auch raus, oder? Man muss in die Knie gehen. Möchten wir das? Nein, wir sind ein netter Park. Wir möchten nicht, dass unsere Leute, die hier auf der Achterbahn waren, in die Knie gehen müssen. Deswegen müssen wir hier ein bisschen eher runter, nämlich eigentlich jetzt schon. Okay. Und dann geht's hier durch die Wand durch. Das wäre dann die Alternative. Das kann es aber auch nicht sein. Das hier. Wie kriegen wir das denn jetzt genau hin? Indem wir hier so einen Zwischenschritt machen. Das müsste klappen. Genau, so. Okay, Zwischenschritt. Dann können wir sogar ein bisschen biegen. Ja, das gefällt mir wesentlich besser. So, jetzt runter. Dann haben wir da ein bisschen Treppe im Weg. Das ist aber okay. Das ist okay. Das kann man so machen. Ich denke mal, es kommt keiner auf die Idee, dass er... Doch, die kommen auf die Idee. Das sind Parkbesucher. Dann... bleiben sie da stecken. Dann muss die Feuerwehr kommen. Nein, kann auch nicht sein. Wir gehen noch mal ein bisschen raus. Machen die Kurve jetzt. Und dann ist das, ja, wirklich auch auf Deutsch gesagt, idiotensicher das Ganze. Gut, runter. Okay, ja, jetzt bin ich, glaube ich, zufrieden. Jetzt gucken wir noch mal. Nein, ich muss aufpassen, wenn ich hier, nicht, dass ich da was... anschließe. Doch, doch, das sieht man. Da kommt man perfekt runter. Da hinten kommt man perfekt rein. Jetzt fängt es an, mir zu gefallen. Hier haben wir sogar noch den restlichen Weg. Allerdings mit einem anderen Muster. Das ist aber auch egal. Wir machen mal das Muster hier. Hier eine Kurve. Und dann hier bitte verbinden. Schön krumm. Und dann ändern wir das hier noch schnell vom Belag her. Kann man das nicht alles zusammen? Ja, dann ist es das gleiche wie hier hinten. Also der gleiche Weg. Hm, ist egal. Hauptsache, es funktioniert und das wird es wohl. Und hier oben ändert sich dann die Farbe halt ein bisschen. Puh. Gut, ich hatte Angst davor. Und ich weiß auch warum. So, wir können wieder laufen lassen. Bastel, 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 würde ich da mal sagen. Gut. Ist das Ding offen oder ist das zu? Nee, das ist zu. Jetzt müssen wir erst wieder einen Test machen. Aha. Dann mach mal. Da wohnen wir jetzt aber nicht bei. Die sollen da mal testen. Ich würde eher vorschlagen, hier haben wir das eigentlich soweit, dass wir uns mal noch schnell... Ja, wobei... Hier die Wege. Da brauche ich das eben schon auch noch was. Sonst werden wir hier keine Kundschaft haben. Wir haben es aber übrigens relativ lange nachts. Stelle ich gerade fest. Das werden wir mal noch mal schnell ändern. Bei Übersicht und dann Ticketpreise war das. Wir setzen hier mal den Schlussstrich auf, ich würde sagen, 10. Ist immer noch. Jetzt ist 7 und ist dunkel. Wisst ihr was? Wir machen 9. Okay. Wer ist nicht zu erreichen? Street Fox Coffee. Ach. Okay, das steht immer noch da. Das haben, sind wir nicht umgezogen mit dem. Ich dachte, zack. So, jetzt ist es zu erreichen. Haben wir doch hier hingestellt. Ich dachte, ich hätte es kopiert. Dann habe ich es nochmal neu genommen. Okay, das kann vorkommen. Ich war nervös wegen der Achterbahn, also wegen dem Umbau hier. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt gefällt es mir. Jetzt macht das Ganze durchaus Sinn. Da läuft keiner mehr durch eine Mauer durch. Ist doch eigentlich ganz schick geworden. Hier fehlen halt jetzt noch Bäume und Co. Apropos Bäume und Co. Es gab noch einen Kommentar zur Wildwasserbahn. Die haben wir. Irgendwie ist auch die Performance nachts. Kann das sein, dass die dann auch ein bisschen nachlässt? Wo haben wir denn die Wildwasserbahn? Hier hinten. Hier haben wir ja das gestrandete Schiff. So, und jetzt bei diesem gestrandeten Schiff noch einen See machen. Das finde ich eine sehr, sehr nette Idee. Das machen wir glatt. Gehen hier runter. Das können wir aber mit ein bisschen mehr Stärke machen. Ja, das ist... Boah, das dachte ich gerade. Das ist ein sehr, sehr gutes Tool hier. Das funktioniert wirklich sehr gut. So vielleicht. Dann ein Wässerchen rein. Aufgewühlt, warum nicht?
Mach mal aufgewühlt. Hier möchte kein Wasser rein. Ah, jetzt hat es geklappt. Okay, was ist daran aufgewühlt? Keine Ahnung. Ist sowieso ein bisschen zu wenig noch. Da müssen wir nochmal runter. So. Hier auch noch ein bisschen. Aufpassen, dass die Steine nicht fliegen. Oh, die fliegen aber schon ordentlich. Ja, das geht dann so doch nicht. Wir gehen hier nochmal ein bisschen drauf. Das... Ja, jetzt... Moment. Doch, jetzt liegen sie wieder fest an. Gut, dann haben wir hier einen See, beziehungsweise wir möchten eigentlich nachher hinten auch noch ein bisschen. Hier haben wir ja den Platz. So, vielleicht sogar hier unten durch noch. Ein bisschen wenigstens. Gut, das sieht doch nett aus und passt eigentlich eben auch relativ gut zu einer Wildwasserbahn und zu diesem Piratenschiff. Was haben wir denn noch? Szenerie. Ich hätte gerne ein paar Bäume hier. Natur. Nicht in den Baum rein. Oh, es wird gerade Tag. Nicht in den Baum rein. Nicht in den Tümpel rein hier. Hm, geht nicht. Ein paar Steine. Hier noch was, hier noch was. Einfach damit das irgendwie ein bisschen nach was aussieht hier dazwischen. Eine Tanne ist nie falsch. Kann das sein, dass wir hier jetzt schon wieder ein bisschen fliegen? Ja, ein bisschen ja, aber das ist okay. Das wurde so gebaut, dass da die Ecke auch fliehen kann. Das weiß ich vom Hersteller. Gut. Ja, nett. Vielleicht noch eine Bank oder so, aber das lassen wir für den Moment. Was haben wir an Geld? 18.000. Wir könnten uns eigentlich eine neue Attraktion gönnen. Aber ich würde sagen, das verschieben wir auf die nächste Folge, denn ich möchte hier erst den Parkeingang noch ein bisschen schöner machen. Und da können wir eigentlich auch was Großes nehmen. Zum Beispiel das Piratenschiff. Das müsste hier doch Platz haben. Oder haben wir das schon mal getestet? Ich muss es sowieso zuerst finden. Wo hatten wir das denn? Hier haben wir so viel Zeug. Ein Hexenhaus. Okay. Wenn ich hier mal dann müsste das ja sortiert werden. Das wird es auch. Jetzt ist die Frage, wo war Piratenkapelle? Aha, oh, ist ja auch nett. Moment. Ist ja cool. Wohin damit? Das ist jetzt die andere Frage. Vielleicht hier dazwischen, dass man sieht, bevor man reingeht. Ist halt ein Szenerieobjekt, aber das ist ja egal. Oder hier unten. Moment, eben diese Scheinwerfer. Zack. Na, ist doch cool. Was die nicht alles hier drin haben. So, wir haben aber unser Schiff noch nicht. Wo haben wir denn das Schiff hier? Baupläne. Irgendwo hier unten. Ich suche ein großes Piratenschiff. Wobei, wir haben ja auch noch Wasserfall und Co. Da müsste man auch mal gucken. Königliche Sammlung. Ich finde dieses Piratenschiff gerade nicht. Wo ist es denn? Die Eisenbahn. Das, ja, das machen wir dann auch mal noch. Ganz klar. Schauen auch in den Kommentaren. Da hat mich jemand durchschaut. Nee, nicht Parkverwaltung. Falsch geschrieben. Das wäre doch noch was. Für dich. Und das ist richtig. Da ist es ja, das Pirat. Oh, 16.000. Das ist natürlich schon der Hammer. Aber das wäre es dann gewesen mit einer neuen Attraktion. Das möchte ich dann beim besten Willen doch nicht. Der Wasserfall, 2000. Wie groß? Oh, guck mal, der passt doch perfekt hier hin. Wenn wir den jetzt drehen, ich muss mal hier auch noch ein bisschen drehen, dann passt doch der genau hier außen hin. Sehe ich das richtig? Ein bisschen rauf noch. Dass er da nicht im Weg drin ist. Gekauft. Und dann gucken wir uns den mal an. Ja, ist halt einfach ein Wasserfall. Da kann man nicht viel machen, aber das ist natürlich einfach eine, ja, eine Verschönerung des Parks und sollte hier eigentlich in die Bewertung einfließen. Vom Park, wo hatten wir die? Irgendwo hier. 100% Warteschlangen-Szeneriebewertung, okay. Sieht jetzt noch nicht wirklich schön aus. Haben wir eigentlich noch zu? Wir haben noch zu, wir müssen mal aufmachen, das kostet uns Geld. Los Leute, strömt in Scharen. Wir werden das jetzt hier noch ein bisschen dahingehend verschönern, würde ich vorschlagen. Wir machen nochmal Terre. Da habe ich jetzt Lunte gerochen, sozusagen. Und machen hier auch noch irgendwie einen Fluss oder sowas hin. Wenn das geht. Hier auf der Seite.
Und es stand noch, mach doch mal eine Achterbahn selber. Ja, können wir auch mal noch machen. Das kann ich zwar nicht, das kann ich euch jetzt schon versprechen, dass das eine Katastrophe gibt, aber okay. Können wir schon machen. Wie sieht's aus mit Wasser? Wir machen jetzt erstmal das hier. Ruhiges. Aha, ist das alles, was wir da geliefert bekommen? Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus. Aber ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn man zuerst mal sozusagen den Grundstock hat an Wasser. Und dann kann man mit dem Landschaftstool eigentlich bestimmen, wohin das Wasser dann geht. Beziehungsweise wo man überall Wasser haben will. Irgendwie so in die Richtung. Dann kann man hier rüberlaufen. Das ist nett. Dann kämen wir jetzt zum Thema Bäume. Die hätten wir hier. Oder Büsche. Irgendwie sowas in die Richtung. Machen wir mal alle. Moment, das war das Falsche. Szenerie. Wo waren denn gleich nochmal die Bäume und Co.? Wenn man das jeweils noch wissen würde, wenn man gerade irgendwie was anderes noch gespielt hat. Angepasst. Klo und Co. Ist ja auch gut. Oh, aber guck mal, die kommen hier tatsächlich schon angerauscht. Bauplan, Bäume. Ich hätte einfach gerne Bäume. Szenerie, Bäume. Da sind sie doch. Palmen. Palmen sind immer gut. Aber einzelne wären fast besser. Wobei, das geht natürlich auch, dass wir das so machen. Dass wir es hier einfach ein bisschen begrünen. Hier zwischendrin, wo wir den Platz haben. Das sollte dann ja eigentlich auch wieder helfen. Beziehungsweise mehr als 100% werden wir nicht bekommen. Aber es sieht dann dafür einfach auch besser aus. So, gut. Jetzt fehlt mir hier aber immer noch... Wo haben wir denn die einzelnen Bäume? Szenerie, Spezialeffekte. Da könnte man natürlich auch noch ordentlich was machen hier mit denen. Und die kann man ja versetzen. Also sprich, die kann man unter die Erde machen und sie funktionieren dann anscheinend trotzdem noch. Testen wir mal. Bist du unter der Erde? Eigentlich ja. Aha, da sieht man ja. Ein bisschen funktioniert. Wenn wir wieder raufgehen, dann haben wir das Gerät hier halbwegs unter der Erde. Wir machen es mal so. Ist jetzt kein Riesending, aber dann haben wir das auch mal probiert. Was mir immer noch fehlt, sind die Büsche und Bäume. Da haben wir sie ja. Büsche. Irgendwie keine Ahnung. Mal gucken. Das wäre irgendwie ein Busch. Passt der hier hin? Der passt eher hier hin. Machen wir mal hier hin. Ich glaube, ihr wisst... Huch, was war das? Ich glaube, ihr wisst schon, wie ich es meine. Das sollte hier, genau, das sollte hier so ein bisschen Spalier stehen, das Ganze. Hier dem Weg entlang. Gar nicht so einfach. Was nimmt man denn da? Hat ein paar Kakteen, eine Palme. Das ist zu groß hier. Das hängt in den... Oh Gott. Machen wir da hin. Das hängt hier ein bisschen rein. Ja, das hat irgendwie Stil. Moment. Einmal so, einmal so. Und einmal sozusagen hier oben, wo die Kurve ist nochmal. Okay, und jetzt aber eben Büsche. Haben wir denn echt nur diese gelben hier? Die sind zwar schön, aber die sind dann halt einfach immer ein bisschen gelb. Das ist, was die gelben Büsche so an sich haben. Dass sie dann doch längerfristig halt gelb sind. Ich bin nicht ganz zufrieden, muss ich sagen, hier mit diesem Ding. Da fehlt mir... Ja, schon wieder so ein Riesenbaum. Gut, einen Riesenbaum können wir natürlich auch noch hier hinstellen. Gut. Mir fehlt hier... Wie soll man dem denn sagen? Irgendwie sowas? Ja, das ist auch... Das ist gar nicht schlecht. Moment. Das wäre zum Beispiel noch schön gewesen, wenn wir nur das genommen hätten, muss ich sagen. Das wäre dem etwa nahe gekommen, was ich eigentlich ursprünglich gedacht hatte. Aber wir füllen jetzt hier mal die leeren Stellen aus damit. Das muss auch nicht so exakt sein. Es soll einfach nicht leer sein. Hier an der Seite. Ja, gar nicht schlecht, muss ich sagen. Das finde ich halbwegs okay. Wenn wir hier mal alles zumachen und hier mal gucken. Ja, guck mal, wenn man hier lang geht, das hat doch was. Links und rechts Wasser. Dann hier der Wasserfall auf der Seite. Ja, also da würde ich sagen, da läuft man gerne durch. Da wartet man auch gerne ein paar Minuten. Hier hat man noch ein Konzert von den Los Piratos. Auch cool. So, und jetzt werden wir hier noch ganz kurz einstellen. Das gleiche wie bei der Wildwasserbahn, nämlich dass, wenn ich es dann erwische. Wie kriege ich jetzt die Bahn
zu greifen. So. Oh, da rennen sie schon. nicht testen. Wo war denn das? Anpassen. Nein. Hier. Minimale Besetzung. Da haben wir natürlich voll besetzt. Und hier den Haken weg. So, und dann sollten die Wartezeiten wieder kürzer sein. Hoffe ich doch mal schwer. Und das hält sich hier eh eigentlich noch halbwegs in Grenzen, was die Leute angeht. Haben wir irgendwo einen riesigen Pulk? Wo waren das andere, wo so viele Leute waren? Wir gehen mal schauen. Hier hat zum Beispiel viele bei der Wildwasserbahn. Da müssen wir mal die Wege noch verbreitern. Da, wo das halt wirklich so eine Crowdbildung gibt. Ich weiß gerade noch nicht mehr, wo das war. Merkt man's? Irgendwo war es. Aber ist ja gut, wenn einem das nicht gerade ins Auge springt, dann kann es auch nicht ganz so schlimm sein. Eigentlich, ich sehe es nicht. Aber was mir auffällt, es ist schon wieder nachts. Wisst ihr was, wir machen das nochmal ganz schnell anders. Oh, wir sind schon völlig über die Zeit. Hilfe! Moment, aber das ändern wir noch schnell. Nicht Marketing, nein, nicht Finanzen. Übersicht, hier. Geöffnet von 8. Jetzt machen wir von 8 bis 7. Nee, wir machen von 8 bis 8. Dann haben wir es ein bisschen dunkel. Aber nicht die ganze Zeit. Ist zwar relativ cool natürlich, so ein Freizeitpark im Dunkeln. Aber mir gefällt es besser, wenn es Tag ist. Dann sieht man ein bisschen mehr. Gut, liebe Freunde, das war jetzt irgendwie eine Bastelfolge. Basteln mit Heisi. Ich hoffe, er hat trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Immerhin hat unsere Viper jetzt hier einen vernünftigen Ein- und Ausgang. Das ist doch auch schön. Das freut die Leute. Und das freut uns. Gut, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.